Hey, in diesem Video geht es darum, ob TikTok verboten wird oder nicht. Ganz genau kann es niemand sagen, aber ich erläutere euch heute die wahrscheinlichsten Szenarios. Zuerst einmal ist wichtig, dass es um ein Verbot in den USA geht. Aber ein Verbot in den USA könnte das Ende der App bedeuten, auch in Deutschland. Denn ob die App dann noch weiterhin im Play und App Store angeboten werden darf, bleibt fragwürdig. Dazu kommt, dass nachdem Indien TikTok verboten hat, die App viele NutzerInnen verloren hat. Wenn es in den USA ab dem 15. September auch verboten wäre, wie es das Dekret, welches von Trump unterschrieben wurde, vorsieht, würde die App viele weitere NutzerInnen verlieren. Schließlich würde es sich für TikTok vermutlich wirtschaftlich nicht mehr lohnen, für die restlichen NutzerInnen außerhalb Indiens und den USA auf dem Markt zu bleiben. Somit wäre es auch das Ende für TikTok in Deutschland. Vor allem, wenn von den amerikanischen Stars es nicht mehr möglich ist, von wem sollen die deutschen TikTokerInnen dann die Ideen für ihre Kurzvideos klauen? Das Dekret sieht vor, dass alle Geschäftsbeziehungen zu dem chinesischen Mutterkonzern von TikTok, welcher ByteDance heißt, beendet werden müssen. Es gibt zwei Szenarios, in denen TikTok in den USA nicht verboten wird. Das erste ist, dass ByteDance TikTok an ein amerikanisches Unternehmen verkauft. Microsoft, Oracle und Twitter sollen Interesse haben und mit ByteDance Gespräche führen. Ob dies aber geschieht, kann derzeit keiner vorhersagen. Das zweite ist, dass der Klage, welche TikTok diese Woche einreichen will, angenommen wird und das Verbot für verfassungswidrig erklärt wird. Somit würde alles beim Alten bleiben. Die NutzerInnen aus Deutschland und anderen Ländern außerhalb der USA und Indien können zusätzlich darauf hoffen, dass selbst nach einem Verbot in den USA es dennoch möglich ist, TikTok weiterhin außerhalb der USA zu nutzen. Aber das kann niemand genau vorhersagen. Ich bin gespannt und werde dieses Thema weiterverfolgen und ein neues Video machen, wenn es wichtige neue Infos gibt. Wie sieht's bei euch aus? Könntet ihr auf TikTok verzichten oder nicht? Fändet ihr ein Verbot vielleicht sogar richtig? Schreibt's in die Kommentare. Ich selbst nutze TikTok nicht und muss zugeben, dass ich kein Fan von der App bin, sondern eher einen negativen, kritischen Blick auf die App habe. Da der Mutterkonzern in China sitzt, habe ich ebenfalls Bedenken, was zum Beispiel den Datenschutz angeht. Aber dazu kommt noch ein extra Video. Aber davon abgesehen ist das Vorhaben von Trump nicht demokratisch. Sein Verhalten zeigt diktatorische Züge auf. Er missbraucht seine Macht meiner Meinung nach für seine Zwecke und das geht gar nicht. Schreibt eure Meinung in die Kommentare und über ein Like würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr solche coolen Videos nicht mehr verpassen wollt. Haut rein!